Liebe Zuhörende von Radio Hotel, heute ist der 8. Dezember. Das ist in den katholischen Kantonen ein Feiertag, der heisst Maria Empfängnis. Das ist im Kirchenjahr der Tag, wo Maria selber erzeugt worden ist und dann 9 Monate später, am 8. September, ist sie geboren worden. Nach der katholischen Lehre sei es auch bei ihr wie bei ihrem Sohn eine unbefleckte Empfängnis gewesen. Von der Maria gibt es unendlich viele Bilder. Meistens als Madonna, als demütige Mutter mit dem Jesuskind im Arm. Aber auch oft als Himmelskönigin mit einem riesigen blauen Mantel, wo alle Schutz finden darunter. Das ist doch ein wunderbares Bild. Das hat auch mir als Reformierter immer gefallen. Maria wie eine Gluckere, wo alle Menschen unter ihre Flügel nimmt. Aber eben keine einfache Gluckere, sondern eine majestätische, himmlische Königin. Die Maria deckt in vielfältiger Weise das Weibliche, das Mütterliche im göttlichen Bereich ab. Sie ist aber keine Göttin, das nicht, sondern eine Fürsprecherin. Die katholischen Gläubigen bitten sie um Hilfe, dass sie für ihre Anliegen Fürsprache halten vor Gott. Und wie ist das bei uns, Reformierten? Dazu ein Kraftfutter von der Marjolin Roth, Pfarrerin von Männidorf am Zürichsee. Wenn wir ehrlich sind, vor allem wir Frauen, so vermissen wir doch in unserem Glauben das Weibliche ein bisschen. Das ist sicher der Grund, warum wir seit einiger Zeit den Heiligen Geist als weiblich bezeichnen. Das hebräische Wort für Geist heisst nämlich Ruach und ist weiblich. Und so hört man in unserer Kirche gern den Ausdruck von der Heiligen Geistkraft. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und der Heiligen Geistkraft. So sage ich es auch vielmals. Der Geist oder eben Geistkraft ist ein besonders aktiver Teil der Trinität. Der Jesus hat in seiner Abschiedsrede versprochen, dass wenn er nicht mehr da ist, Gott den Heiligen Geist oder die Geistkraft schickt, so wie eine Art Stellvertreter für ihn, dass sich die Menschen nicht von Gott verlassen fühlen. Die Heilige Geistkraft, so erklärt Jesus im Johannes 14, ist Trösterin und Beiständin für uns, wenn wir traurig oder orientierungslos sind. Und wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, wird sie unter uns sein und uns erinnern an Jesus, an seine Botschaft, an sein Leben und Sterben und Auferstehen. Es gibt ein Bild von der Maria, wo man vielleicht mit dieser Verheißung kann in Verbindung bringen. Die Maria als Stella Maris, lateinisch Meeresstern. Als Stern über dem Meer, als Orientierung für die Schiffsleute in der Nacht oder im Sturm. Der Stern, der uns in unserer Nacht leuchtet und uns den Weg zum Licht zeigt. Das ist doch der Stern von der Heiligen Geistkraft. Das ist der Stern von Bethlehem. Macht euch auf und folgt dem. Es ist der allerschönste Stern. Kommt ihr Leute von nah und fern.